Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist 10 Uhr. Es ist kein Freitag, wie sonst immer, wo wir senden, sondern heute mal mit einer Sondersendung bei unserer Stay for Coffee Webinarreihe. Mein Name ist Alexander Warmers. Ich darf Sie recht herzlich heute begrüßen hier zu unserem Thema, ob denn die Mehrwertsteuer wirklich wieder steigt. Ich kann mich noch gut zurückerinnern. Ja, vor knapp einem halben Jahr haben wir so eine Hiobsbotschaft bei uns bekommen. Wir mussten Entwicklungspläne umschreiben, wir mussten Funktionen in unsere Software einbauen, die wir gar nicht so eingeplant hatten, weil normalerweise leben wir auf so etwas längeren Entwicklungszyklen, wo wir bestimmte Sachen eben umbauen wollen und einbauen wollen, vor allen Dingen auch. Und ja, dann haben wir das Geschenk bekommen, dass die Mehrwertsteuer sinkt und mussten uns da erstmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Und jemand, der sich viel mit solchen Themen auseinandersetzt, was sowas strategisch auch bedeutet, was das für unsere Software bedeutet, was das aber für Sie als Kunden auch bedeutet, ist Sabine Preußer. Und dementsprechend freue ich mich, dass Sabine heute Morgen wieder mit dabei ist, wenn es jetzt in die andere Richtung geht, ob die Mehrwertsteuer wieder steigt. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen in die Runde. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich immer, dass du mit dabei bist. Du gehörst ja quasi auch schon mit zum Inventar hier von unserer Stay for Coffee Reihe. Ich glaube, du machst das ja auch schon ein bisschen länger bei Sage. Stell dich doch eben kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Es wird eher die kleinere Anzahl aber sein. Ja, vielen Dank. Also, Sabine Preußer ist mein Name. Ich bin seit knapp 30 Jahren bei Sage und betreue unter anderem als sogenannter Evangelist oder als, man nennt das ja eigentlich Produktmanager, betreue ich ein Thema bei uns. Das ist das Thema Digitalisierung, in dem Zusammenhang auch das Dokumentenmanagementsystem. Wir haben sehr viel im Bereich der GOBD gemacht, DSGVO. Das sind alles Themen, die mich schon seit einiger Zeit begleiten. Und ich bin unter anderem für die Sage 50 Cloud verantwortlich. Das ist ein neues Produkt im Cloud-Bereich, was wir jetzt gelauncht haben. Ja, und Mehrwertsteuer, das ist ein richtig gutes Thema. Es hat uns schwer beschäftigt. Wir haben viel Informationen für Sie im Sommer vorbereitet. Und ja, wir wollen Ihnen jetzt, denke ich mal, ein paar Informationen geben, was es jetzt auch für Sie im Winter bedeutet. Sehr gut. Zwei Sachen noch, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Einmal, das ist so eine kleine rechtliche Geschichte. Wir versorgen Sie natürlich hier mit wirklich wichtigen Informationen. Die sind auch alle validiert, die Informationen, die wir Ihnen hier rausgeben. Sie bekommen Links von uns zugeschickt, wo Sie bestimmte Sachen eben nochmal finden, wo Sie sich auch nochmal tiefer gehen informieren können. Wir können natürlich hier in so einer Stunde nicht alle Themen wirklich behandeln, aber wir geben Ihnen wirklich gute Links und gute Tipps mit, wo Sie hinterher die richtigen Informationen finden. Einzelbetrachtungen, rechtliche Fragen können wir nicht beantworten. Das lässt der Rahmen einfach nicht zu. Und dementsprechend dann nochmal der Hinweis: Nutzen Sie da wirklich die Expertise Ihres Steuerberaters oder Ihres Rechtsanwaltes des Vertrauens und gehen dann mit dem in die Diskussion und schauen sich da die richtigen Themen dann zu den Punkten eben an. Zweite Sache, die ich Ihnen noch mitgeben möchte: Sie können natürlich Fragen stellen. Das haben wir am Anfang auf der Slide schon gemacht. Es gibt die Fragenfunktion hier bei diesem GoToWebinar-Bedien-Panel, was wir nutzen. Dementsprechend tippen Sie da gerne die Fragen ein. Wir werden am Ende hoffentlich noch genug Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Ansonsten, wenn Sie auch zwischendurch schon mal Fragen haben, dann immer gerne stellen Sie die. Davon lebt so ein Webinar dann auch. Das haben wir in den letzten Malen immer gute Erfahrungen mitgesammelt. Ja, Sabine, ich würde sagen, wir steigen ins Thema ein und wenn ich Olaf Scholz richtig verstanden habe in seinen Auftritten im Morgenmagazin oder bei der Tagesschau, dann steigt die Mehrwertsteuer wieder, oder? Da hast du recht. Es ist in der Tat so, dass wir keine nachteiligen Informationen bekommen haben. Was ich gemacht habe, ich habe mal so ein bisschen durch die Landschaft der Medien geklickt und Sie sehen, hier ist nur eine Auswahl, aber das ganz klar gesagt von Olaf Scholz und auch von unserer Bundeskanzlerin, der Frau Merkel, man hat das als einmalige Aktion betrachtet und die Mehrwertsteuer wird jetzt wieder steigen. In Bayern kam noch mal so eine Idee hoch, dass man die Mehrwertsteuer befristet doch noch mal verlängert. Das ist bisher aus meiner Sicht noch nicht weiter verfolgt worden. Und es gab noch eine weitere Überlegung. Aus dem Wirtschaftsministerium kam diese Idee, dass man für ja, die Konjunkturbelebung doch vielleicht so Einkaufsgutscheine macht und diese dann entsprechend auch also über Mehrwertsteuer dann ermöglicht. Aber auch das habe ich nicht erkennen können, dass man das weiterverfolgt. Und wir müssen auch ganz klar sagen, am 8. November hat also das Bundesfinanzministerium jetzt eine Information herausgegeben, wie die Steuer
Erhöhung, also das, was jetzt zum 31.12. oder zum 1.1. passiert, wie das dann anzuwenden ist. Und auf dieser Grundlage haben wir jetzt natürlich auch in unseren Produkten die entsprechende Rücksetzung auf 19 beziehungsweise auf die 7% auch wieder vorgenommen. Ja, ich erinnere mich noch gut an unsere ersten Webinare zum Thema, steigt die Mehrwertsteuer? Wir sind ja alle davon ausgegangen, auch im Zuge des Wahljahres, was uns hier ansteht, dass uns das Geschenk vielleicht noch ein bisschen länger erhalten bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, es scheint eine wirklich definitiv befristete Geschichte bis zum 31.12. diesen Jahres zu sein. Stellt sich aber für mich die Frage, gilt das jetzt für alle Bereiche oder ich kenne unser Steuergesetz ja mittlerweile auch ein bisschen, es gibt bestimmt Sonderlocken? Ja, Sonderlocken. Also es ist so, dass die eigentliche Änderung ist ja am 1. Juli erfolgt. Und hier auf der Folie sehen Sie, die große Änderung war von 19 auf 16%. Diese eine Änderung hat ja mehrheitlich die Produkte betroffen im Handelsbereich. Und die 7%, gerade bei Lebensmitteln zum Beispiel, ist sie wieder gesunken auf 5% und wird auch entsprechend zum 31. dann wieder angehoben. Das, was man, und ich denke, daraufhin hat so ein bisschen auch der Minister im bayerischen Parlament hingewiesen. Es gibt ja, und die wurde vor diesem Konjunkturpaket entsprechend geschnürt, für die Gastronomiebetriebe schon eine Senkung, und die ist gültig noch bis zum 30.06. nächsten Jahres. Ja. Da hatte man noch überlegt, nächstes Jahr ist ja auch Bundestagswahl, ob dieser Wahlkampf eventuell jetzt schon vorher angeht, dass man dann sagt, durch diese Corona-Krise auch, dass man diese Verlängerung ähnlich wie in der Gastronomie auch bis zum 30.06.21 dann ausführt. Aber ich muss nochmal betonen, bisher sind die Tendenzen nicht dahingehend, dass es dort auch eine Senkung geben wird. Und deswegen müssen auch wir als Softwarehersteller davon ausgehen, dass am 31.12. tatsächlich dann wieder die Änderung auf 19 beziehungsweise auf 7% stattfinden wird. Sehr gut, okay. Also nochmal zu sagen, kannst du nochmal kurz uns ein bisschen tiefergehend erläutern? Gilt das jetzt für alle Leistungen und Waren? Und wie gesagt, keine Ausnahmen, das kann ich kaum glauben. Genau, also es gibt in der Tat oder es gab auch jetzt die ganze Zeit schon in der Tat die Ausnahmen, die habe ich jetzt hier mal mit aufgeführt. Das ist jetzt nicht etwas, was vom Bundesfinanzministerium vorgegeben wurde, sondern es gibt eine Preisvorgabenverordnung. Das liegt aus oder kommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium und das gilt zum Beispiel für Bücher. Da gibt es ja die Buchpreisbindung und dahinter ist es so, wenn Sie heute auf ein Buch auf der anderen Seite schauen, da ist ja quasi dann ein Bruttopreis schon aufgedruckt und da können Sie nicht erkennen, dass es sich um einen, also was eine Mehrwertsteuer dahinter liegt, ja, sondern das ist der Bruttopreis. Das werde ich später in einer weiteren Folie nochmal erläutern. Aber da, wie gesagt, kriegt man einen Bruttopreis und das ist auch geregelt in dieser Preisabgabenverordnung. Ähnlich sieht es zum Beispiel bei Zeitschriften oder bei Zeitungen aus. Und auch sehr spannend war, dass man im Konjunkturpaket beispielsweise festgehalten hatte, dass die Tabaksteuer weiterhin bei 19% bleibt und dass man diese nicht senken wird. Ja, also das sind verschiedene Ausnahmen gewesen, die auch hier entsprechend Geltung haben. Ja, ich glaube, dazu habe ich sogar gelesen, das ist, glaube ich, das Gleiche wie bei den Büchern, weil ja auch der Steuer, durch diese Steuerbanderole, die auf den Packungen ist von den Zigaretten, man das gar nicht hätte umändern können, weil der Zeitaufwand dahinter viel zu groß gewesen wäre, auch tatsächlich ähnlich wie bei den Büchern. Absolut, ja, genau. Kannst du uns ein bisschen näher erläutern, was die Senkung denn jetzt auf die kommende Erhöhung in Bezug auf die Ermittlung des Steuersatzes bedeutet und Anzahlungsrechnung, Vorauszahlung? Ich denke, das ist auch so ein spezieller Fall, wo wir jetzt mal einen Blick drauf wenden sollten. Richtig, genau. Ich glaube, dass man in dieser Folie sehr gut erkennen kann, wie sich das Ganze so zusammensetzt. Also die Thematik ist ja, habe ich bei der Steuerermittlung oder der Steuersatzermittlung, das liegt immer am Zeitpunkt der Leistungserbringung. Also das, was Sie jetzt hier auf der mittleren, relativ hervorgehobenen grünen Schiene sehen, das sind also die Tabellen, wo ich versucht habe, mal die Zeitpunkte zu benennen. Gehen wir die doch einfach mal durch. Wenn man also quasi
eine Anzahlungs- oder eine Rechnung hatte, die quasi vor dem oder bis zum 30.06. erfolgte. Das heißt also, die geleistete Anzahlung, ja, ist quasi dann bis zum 30.06. erfolgt. Dann wurde der Steuersatz, ganz normal, das ist der Regelsteuersatz von 19% oder 7% angewendet. Wenn man aber die Leistung oder die Teilleistung in Form einer Anzahlung im 1.7. bis 31.12. hatte und die Anzahlung dann vor dem 1.7. passierte, dann galt quasi natürlich für die Anzahlung die 19% oder 7%, aber man musste dann anschließend eine entsprechende, ja, ich sag mal, Bereinigung vornehmen zwischen 3% beziehungsweise der 2%, denn das ist ja diese Differenz, die wir in dieser Zeit hatten. Gehen wir jetzt davon aus, im jetzigen Zeitpunkt, wir befinden uns ja jetzt genau zwischen dem 1.7. und dem 31.12. und in dieser Zeit erfolgt jetzt eine Anzahlung oder eine Rechnung, dann gilt ganz normal der ermäßigte Steuersatz, das ist der dritte Punkt. Und beim vierten Punkt, und das ist das, was jetzt dann quasi nach dem 31.12. passiert, das heißt also Rechnungen oder auch Anzahlungen, die zwischen dem 1.7. und dem 31.12., also in der jetzigen Zeit passieren und erst danach quasi dann auch geleistet oder erbracht werden. Das heißt also, wenn die Endrechnung dann erfolgt, dann wäre die Anzahlung noch im Bereich von 16% oder 5% und die eigentliche Endrechnung müsste dann wieder über 19% oder natürlich 7% laufen. Ich weiß, das ist alles sehr verquickt, aber ich hoffe, dass man das anhand dieser Liste ein klein wenig erkennen kann. Sie müssen jetzt auch nicht mitschreiben, wie sonst bei den anderen Webinaren. Natürlich senden wir die Folien auch an Sie raus. Das sind keine Geheimnisse, die wir für uns behalten wollen, sondern ja, vielleicht hilft ja auch so eine Seite dann, dass man das immer auf einen Blick dann zusammengefasst hat. Aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, Sabine, dann ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung aber wirklich der entscheidende bei so einer Steuerberechnung, oder? Genau, also jetzt haben wir gerade eben gesehen, wie ist es mit dem Steuersatz, also wann wird was ermittelt, und ich denke, vielleicht kann man es noch mal ein klein wenig konkretisieren, indem man jetzt einfach sich diese, ja, ich sag mal, diese Folie als Zeitstrahl ansieht. Wir haben immer, wann habe ich die Leistung erbracht, also wann ist tatsächlich eine Lieferung oder eine Leistung erbracht worden, und zu diesem Zeitpunkt muss abgerechnet werden. Und dieser Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, der dann auch steuerrechtlich betrachtet werden muss. Das heißt also, habe ich in der jetzigen Phase zwischen dem 1.7. und dem 31.12. meine Leistung erbracht, bin ich bei den 16 beziehungsweise bei den 7%, bei den 5%. Und wenn ich das entweder vor dem 30.06. oder nach dem 31.12. betrachte, dann bin ich wieder bei dem Regelsteuersatz von 19% beziehungsweise 7%. Also vielleicht zeigt das diese Folie noch mal ein klein wenig besser auf. Ja. Ich glaube, wenn du ein Beispiel für uns hättest, dann würde das Thema komplett rund werden. Genau. Und wie ich mich kenne, hast du uns bestimmt was vorbereitet. Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Warum habe ich genau dieses Beispiel mitgebracht? Weil das Finanzministerium auch in seinen steuerrechtlichen Themen, die es rausgegeben hat, entsprechend mit betrachtet hat. Hier geht es um einen Gerüstbauer. Bei einem Gerüstbau ist es so, dass das Gerüst in einem bestimmten Zeitpunkt aufgebaut wird. Und hier hat man eine gewisse Montagezeit und dann gibt es eine Standzeit und dann gibt es eine Demontagezeit. Und es ist unerheblich, wenn zum Beispiel diese Teilleistungen in einem Gesamtpaket quasi drin sind, ja, dann gilt der Abschluss der Demontage, also der Zeitpunkt, wann das Gerüst wieder abgebaut wird. Das bedeutet, wird das Gerüst nach dem 31.12. abgebaut, dann würde auch die 19% Steuer gelten. Wird das Gerüst jetzt gesetzt und wird noch vor Weihnachten zum Beispiel wieder demontiert, dann gilt letztendlich auch der augenblicklich verminderte Steuersatz von 16%. Ich hoffe, das ist auch hier nochmal ein bisschen klarer geworden. Also ich versuche das nochmal konkret für mich zusammenzufassen. Wenn ich bis zum 31.12.2020 eine Rechnung schreibe oder auch eine Rechnung erhalte, dann gilt für mich der Steuersatz von 16%.
Korrekt, so ist es. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Rechnungsstellung ab dem 1.1., also nehmen wir mal den 5.1. in diesem Beispiel. Man kann es jetzt leider sehr, sehr schlecht sehen, aber in diesem Beispiel ist es jetzt der 5.1., das ist die linke Rechnung. Dann würde das in unseren Produkten oder in unseren Sage-Rechnungen, die Sie dann ausführen, würde dann der Steuersatz auch wieder mit 19% berechnet werden. Hat man aber zum Beispiel eine Stornorechnung im Januar, die sich auf eine Rechnung, auf eine Rechnung aus dem Dezember oder November bezieht, dann würde allerdings auch auf einer Stornorechnung im Januar noch der Steuersatz von 16% aufgeführt werden. Ja, das ist vielleicht wichtig zu wissen, denn auch hier gilt Zeitpunkt der Leistungserbringung. Okay. Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu beachten, dass man dann auch wirklich, sollte es zu so einer Stornierung kommen, dann auch da den richtigen Steuersatz dann anwendet, damit man da auch sauber ist, weil ich glaube, diese Übergangsbehandlung, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du da später noch drauf kommst, aber ich glaube, als wir zuerst darüber gesprochen haben, dass die Mehrwertsteuer sinkt, dass das Finanzministerium auch gesagt hat, naja gut, wir werden jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst, aber ich glaube, wenn ich das richtig vernommen habe, dann gilt diese Übergangsfrist, dass man mal ein Auge zudrückt, jetzt nicht mehr, oder? Korrekt, das war die Nichtbeanstandungsregelung. Korrekt, das ist richtig, was du sagst. Die galt tatsächlich für Rechnungen, die man im Juni gestellt hat und die dann hätten im Juli natürlich mit dem entsprechenden Steuersatz, verminderten Steuersatz hätten ausgestellt werden müssen. Da hat man dann für August gesagt, das gibt es eine Nichtbeanstandungsregelung. In dem Dokument von der Finanzbehörde, was am 8.11. rausgegeben wurde, hat man das explizit nicht für Januar eingeschlossen. Das muss ich sagen. Ob jetzt da noch was kommt, kann ich nicht sagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt schließt das die Bundesfinanzbehörde aus. Ja gut, es macht auch wenig Sinn. Also unter uns beiden, wir sind ja quasi alleine, wir sehen ja nur uns jetzt gerade, macht es ja auch wenig Sinn jetzt. Jetzt geht natürlich dann, wurde ja mehr Steuer eingenommen. Wenn man jetzt weniger Steuern einnimmt durch die 16%, dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Also dementsprechend kann ich das Ja. schon verstehen, dass diese Nichtbeanstandungsregel jetzt nicht mehr angewendet wird. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die sich mir gerade aufgetan hat, nämlich ja, ich habe noch einen Gutschein. Also mein Friseur hier in der Krise hat Gutscheine verkauft. Ich jetzt im Dezember vor Weihnachten gehe ich noch mal zum Friseur auf jeden Fall. Wie sieht's denn dann aus? Wie ist da die Steuerbehandlung dann? Also wenn du einen Gutschein hast vom Friseur, das ist erstmal super, ja. Wobei Gutscheine, ich habe jetzt hier mal den Theaterbesuch, man kann auch einen Friseurgutschein tätigen. Wenn du also quasi den Gutschein vor dem 30.06. ausgestellt hast, dann wird er wahrscheinlich noch 19% beinhalten. Hast du dir jetzt einen Gutschein vielleicht schenken lassen aus Oktober, dann wäre ja der Steuersatz 16%. Bedeutet, mach das doch noch schnell, ja? Oder aber geh doch dann erst im Januar und lass dir doch jetzt noch einen Gutschein geben für, ja, für, ich sag mal, für wann auch immer. Aber wenn du ihn jetzt tätigst, dann würdest du die 16% ja mitnehmen, ja? Machst du es erst im Januar mit einem neuen Gutschein? Dann hättest du wieder 19%. Also Einlösung jetzt ist nicht verkehrt, aber vielleicht jetzt noch einen Gutschein holen, denn bei einem, und das ist ein sogenannter Einzweckgutschein, gilt immer der Zeitpunkt des Verkaufs des Gutscheins. Ja, also das heißt, habe ich in dieser Zeit zwischen dem 30. oder zwischen dem 1.7. und dem 31.12. einen Gutschein erworben, dann gilt er mit dem verminderten Steuersatz. Habe ich ihn vor dem 30.06. bzw. 1.7. und nach dem 31.12. erworben oder erwerbe ihn dann, wird er wieder den Regelsteuersatz haben. Ja, das muss man sagen. Wobei viele Kulturveranstaltungen ja sind ja leider augenblicklich geschlossen. Ich kann hier nur daran appellieren, wenn man also jetzt Gutscheine gerade im Kulturbereich erwirbt, dann tut man etwas Gutes gerade für diese augenblicklich downliegende Landschaft von Menschen, die es wirklich verdient haben. Denn ich finde, das ist extrem wichtig. Und auch ein Mehrzweckgutschein, das ist ja die andere Art des Gutscheins. Da geht es ja um den Restaurantgutschein. Als Beispiel,
Auch bei den Restaurants, ich meine, die Gastronomie leidet jetzt extrem unter dieser ganzen Thematik. Jetzt ist wieder der weitere Lockdown und hier gilt letztendlich der Steuersatz zum Zeitpunkt, wenn also quasi man essen geht und einlöst, dann gilt auch der entsprechende Steuersatz, wobei ich sagen muss, das hatten wir ja ganz zum Anfang schon gesagt, dort gibt sowieso bis zum Sommer sowieso der verminderte Steuersatz für die Stimmt, Restaurants. Aber auch hier kann ich nur appellieren, überlegen Sie, ob es nicht Sinn macht, die Gastronomie zu unterstützen mit einem Gutschein. ja, absolut, da gebe ich hier komplett recht. Schauen wir mal auf eine andere Industrie, die auch immer viele Informationen, Rabatte, Gutscheine, besondere Konditionen, auch was auf das Thema E-Mobilität hinausläuft, ergibt. Das ist die Automobilindustrie. Wie verhält das sich denn bei solchen Aktionen und den beschriebenen Einmalgutscheinen oder wie wirkt sich das Angebot denn da auf die Mehrwertsteuersenkung aus? Ja, genau. Eine sehr gute Frage, weil letztendlich handelt es sich bei einer Gutscheinaktion, die jetzt beispielsweise von den Händlern ja durchgeführt wird und die ja sehr schon vor diesem Konjunkturpaket darauf gedrungen haben, es muss doch auch noch etwas für die Mobilität, also für die Händler getan werden. Da ist es eben nicht so, auch wenn da ein Gutschein hintersteht, es handelt sich dabei nicht unbedingt um einen Einzweckgutschein, ja, sondern hier geht es um eine Anzahlung. Also ich habe versucht, das auch hier mal darzustellen, weil auch dieses Beispiel wird von der Finanzbehörde angeführt. Bedeutet, wenn Sie einen Gutschein einlösen oder ein Wahrnehmen eines Händlers für ein neues Auto, und das in der Zeit zwischen Juli und Dezember, dann würde hier der verminderte Steuersatz von 16% gelten. Das ist natürlich ganz interessant, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich würde heute ein Billigregal kaufen, das kostet, keine Ahnung, 99 Euro, ja, dann spare ich hier diese 3%. Bei einem Autowert, der vielleicht bei, ich nehme jetzt mal kein so großes Auto, ja, sondern ein kleineres Auto, vielleicht bei 30.000, 40.000 Euro liegt, sind 3% schon erheblich. Und deswegen ist das natürlich schon auch ein Kaufeinreiz. Und natürlich gibt es heute darüber hinaus, du hast es gesagt, E-Mobilität, da gibt es dann auch noch die Sonderkonditionen, die auch von der Bundesregierung kommen. Aber in diesem Falle ist es so, dass sich dieses Angebot auf eine bestimmte, weil es sich um ein neues Fahrzeug handelt, auf ein bestimmtes Angebot bezieht, auf eine verbindliche Bestellung und damit ist dann später zum Beispiel keine Barauszahlung möglich und ich kann dann auch nicht sagen, ich übertrage das beispielsweise auf jemand anderen und somit stellt das nicht diesen typischen Einzweckgutschein dar, sondern in diesem Falle würde es sich um eine Anzahlung handeln, ja. Also auch wenn das natürlich schön kreiert ist in ein Mäntelchen, handelt es sich hier um eine Anzahlung und in diesem Falle würde dann quasi die Anzahlung beispielsweise bis zum 31.12. dann mit 16% berechtigt werden und die Lieferzeit, wenn die natürlich in der Zeit bis zum 31.12. stattfindet, wird sie ganz normal mit dem Betrag von 16% erfolgen. Aber wenn der Kauf eines neuen Mobils dann nach dem 31.12. passiert, dann würde die letztendliche auch hier wieder Leistungserbringung quasi mit 19% erfolgen. Ja. Okay, in dem Beispiel ist das ja jetzt ja eine Nettorechnung, die wir hier uns angeschaut haben. Wie wirkt sich denn die Mehrwertsteuer in Bezug auf eine Bruttorechnung aus? Also, wir haben wir hatten vorhin schon mal beim Buch leise anklingen lassen. Bei einer Nettorechnung ist es so, dass uns natürlich alle Einzelposten aufgelistet werden und wir bekommen dann den Nettobetrag und letztendlich sieht man auf der Rechnung auch, wir hatten ja diese Rechnung vorhin auch gezeigt gehabt, dort sieht man letztendlich den entsprechenden Betrag, den ich zu zahlen habe.
Wenn ich also quasi netto ausweise, dann muss ich auch den entsprechenden Steuersatz ausweisen. Bei einer Bruttorechnung sehe ich den Steuersatz nicht. Bedeutet, wie beim Buch beispielsweise, hatten wir es ja vorhin schon, da ist ein Preis aufgedruckt und der ist, bezieht sich dann inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Und dort ist im Preis letztendlich der Steuersatz schon beinhaltet. Das bedeutet, habe ich eine Bruttorechnung, die ich ausstelle, sehe ich nicht, ob es sich um Brutto oder Netto handelt, sondern dort ist der Mehrwertsteuersatz entsprechend enthalten. Ja, das heißt, ich muss entsprechend das auch nicht weitergeben an den Kunden. Okay. Sehr gut. Jetzt fällt mir immer noch eine Sonderregelung ein, die ja wir in Deutschland ja gerne benutzen, nämlich die Skonto-Regelung. Wie sieht es denn damit aus? Genau, also auch hier Skonto ist, auch hier haben wir wieder ein Beispiel. Ja, also habe ich Skonto vor dem 1.7. und ich ziehe quasi, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Am 27.6. haben wir eine Rechnung erstellt und dann ist Skontoziehung meinetwegen bis zum 30. August zu ziehen. Dann würde quasi der Skontoabzug ja hier, wie gesagt, dargestellt, noch mit 19,7% sein. Habe ich aber eine Rechnungsstellung, die nach dem 30.06., also zwischen dem 1.07. und unserem 31.12., also in der jetzigen Zeit passiert, dann ist selbstverständlich bei Skontoziehung die 16 oder die 5% zu ziehen. Ja, sehr also gut. Kann man den Skonto auch zum Beispiel am 5., ja, ich sag mal, wenn die Rechnung noch am 31.12. passiert und ich zahle dann zum 5.1., dann bekomme ich auch noch meine 16 beziehungsweise 7%. Ja, ich glaube, dass noch eine ganze Menge Rechnungen dieses Jahr geschrieben werden, auch um diese 3% dann eben mitzunehmen. Dementsprechend ist das wirklich, denke ich, ein wichtiges Thema. Ja, ich denke, Black Friday wird es bringen jetzt, ja. Ja, der Black Friday. Hoffentlich jedenfalls, ja. Stimmt, der steht ja jetzt an, ja, auf jeden Fall. Der steht jetzt an, ja, genau. Nicht Black Friday, aber auch eine Spezialgeschichte, die wir uns mal betrachten müssen, wäre, wie verhält sich das eigentlich mit meinem Pfand? Also wenn ich hier bei mir mal gucke, ich habe eine Menge Pfandflaschen noch rumfliegen, wie sieht es denn damit aus? Das fällt ja auch bestimmt unter irgendeine steuerliche Regelung, oder? Ja, absolut. Also auch da ist es genauso, dass auch Pfandgeld und auch Transportmittel, also in dem Falle sind es die Paletten, für die ja auch ein Pfand gewährt wird, auch die fallen tatsächlich unter diese Erstattungsmöglichkeit. Das heißt also, das Bundesfinanzministerium hat auch hier, die Oberfinanzdirektion hat auch diese explizit erwähnt. Das bedeutet, dass Pfandbeträge ebenfalls jetzt in dieser Preiserniedrigung werden auch 16% genommen und erst ab dem 1.1. wieder wird das Ganze mit 19% dann versteuert. Okay, also sollte ich mich darum kümmern, dieses Jahr noch wegzubringen, ja? Oder noch kaufen, ja, dann hast du die noch mit 16 beziehungsweise mit 5%, ja, dann hast du es noch ein bisschen günstiger. Ja, und Pfand kriegst du ja dann auch wieder, ja. Ja, das stimmt, ja. Jetzt noch ein anderes Thema, was wir auf jeden Fall betrachten sollten, ist der Umgang mit Verträgen. Es gibt ja ebenfalls Auswirkungen bei Leasing, Wartungsverträgen oder auch so einen Vertrag, den ich vielleicht mit meinem Mobilfunkanbieter habe, mit einer App-Geschichte. Also ich selber habe jetzt gerade irgendwie 2 Cent gutgeschrieben bekommen hier für das halbe Jahr, weil ich eine App genutzt habe, die Geld gekostet hat über einen längeren Zeitraum. Was muss man da beachten? Also bei Verträgen, es gibt ja unterschiedlichste Verträge. Deswegen ist das jetzt ein bisschen, das ist ein weites Feld. Ja, ich habe auch jetzt verschiedene Folien dazu, damit man das ein bisschen besser noch darstellen kann. Also wichtig ist zunächst einmal, auch hier gilt, und das muss man ganz klar sagen, bei Verträgen, die als Dauerleistung genutzt werden, gilt auch der verminderte Steuersatz. Das bedeutet, dass habe ich zum Beispiel einen Mietvertrag oder habe ich ein Leasing, was läuft, oder ich habe eine entsprechende Wartung für ein Gerät oder ähnliches, ja, dann gilt hier der verminderte Steuersatz. Ich
werde das nachher nochmal in einem Beispiel auch zeigen. Haben Sie zum Beispiel, und auch das haben wir hier mal mit aufgeführt, ein Leasingvertrag, der läuft, und Sie haben in Ihrem Leasingvertrag, der meinetwegen über 10 Jahre läuft, und Sie haben jetzt eine Sonderzahlung, die Sie tilgen wollen, weil Sie das jetzt können in dieser Zeit, dann würde in dieser Sonderzahlung auch der verminderte Steuersatz möglich sein. Ja, also das heißt, und ich denke, das ist gar nicht verkehrt. Man hätte also quasi hier jetzt die Möglichkeit, dieser 3%, diese dann auch zu nutzen. Und auch hier gilt beispielsweise bei wiederkehrenden Lieferungen. In dem Falle habe ich jetzt mal Brennstoff mit dabei. Das heißt, jetzt bricht ja wieder die kalte Jahreszeit an. Man hat Brennstoff, Öl für die Heizung, was man wieder einkaufen will. Auch hier gilt der Tag der Leistung, also der Leistungserbringung. Würde ich also in diesem Zeitraum zwischen dem 1.7. und dem 31.12. eine Leistung beziehen, Brennstoff beispielsweise, dann würde ich den für den verminderten Steuersatz bekommen. Ja, Heizöl ist ein schönes Beispiel. Bei uns in der Region, mitten im Ruhrgebiet, ist Heizöl nicht mehr zu bekommen. Die sind Was, alle echt? ausgelastet. Ja, es ist, jeder möchte die 3% nochmal mitnehmen und sich den Tank jetzt gerade voll machen. Ach Aber komm, das ist ja spannend, ja. ja, es gibt noch eine Menge Leute, die das anscheinend nutzen. Nochmal, vielleicht das Thema sollten wir noch ein bisschen tiefer gehen betrachten, glaube ich, weil du gerade auch gesagt hast, dass du noch ein paar Beispiele zu vorbereitet. Genau. Auf was muss ich wirklich achten und wo macht der Steuerberater Sinn? Ja, grundsätzlich macht aus meiner Sicht bei all diesen Themen der Steuerberater Sinn. Den sollten Sie in jedem Fall immer mit dazu beziehen, auch gerade wenn es zum Beispiel um Mietverträge geht. Also Mietverträge, da gibt es, ich sag mal, eigentlich ist es so, dass Mietverträge Bruttomieten sind. Ja, also da ist die Mehrwertsteuer oder die Umsatzsteuer ist dort eigentlich enthalten. Und es gibt aber auch Mietverträge, die als Nettomiete vereinbart sind. Und da sollten Sie, das sage ich jetzt grundsätzlich mal auch für alle anderen Themen, den Steuerberater natürlich mit hinzuziehen. Der ist eine wertvolle Quelle, was dieses Thema angeht. In jedem Fall ist es wichtig, Rechnungen hier auf die Verträge zu prüfen. Ja, das würde ich in jedem Fall darum bitten. Eventuell kann es auch Sinn machen, Verträge anzupassen, auch für den Übergangszeitraum. Scheuen Sie sich da nicht auch mal drauf zu achten. Auch hier haben wir entsprechend den Paragraph mal mit angegeben. Wie gesagt, es macht Sinn, auch hier eine Prüfung vorzunehmen. Aber wenn Sie Bruttomiete haben, dann wird sich wahrscheinlich für Sie da gar nichts verändern. Ja. Okay, ein anderes Beispiel, wo ich gerade dran schon mal gesprochen habe, so Abo-Verträge, auch vielleicht Wartungsverträge, die man abgeschlossen hat. Hast du dazu vielleicht auch noch ein Beispiel? Genau, auch dazu jeweils zwei Beispiele. Einmal ein jährlicher Wartungsvertrag. Und hier gibt es, ja, ich sag mal, eine Erweiterung noch, ja. Also ich habe eine Anlage, nehmen wir mal an, Sie haben noch einen Kopierer bei sich im Hause und dieser Kopierer wird einmal jährlich gewartet. Ja, dann ist das ganz eine Information. Der Wartungsdienstleister, der Techniker kommt zu Ihnen und überprüft beispielsweise die Funktionstüchtigkeit dieses Kopierers. Das wird dann protokolliert und dann ist das Ganze zunächst einmal soweit in Ordnung. Möchten Sie aber gerne dann die Leistung erweitern, indem Sie sagen, er muss auch noch mal gucken, dass der Toner noch vorhanden ist, weil Sie den selber nicht mehr tauschen können, was ich nicht glaube, aber es kann ja sein. Dann wäre das eine Erweiterung dieser Leistung und dann muss man das separiert betrachten. In jedem Fall ist es so, dass der vereinbarte Preis, den Sie jetzt quasi für diesen Wartungsvertrag haben, der ist mit Erhalt der Rechnung fällig. Und so habe ich es hier auch geschrieben. Wenn also quasi diese Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, dann richtet sich die Rechnung am Tag der Leistung aus. Haben Sie also quasi eine Leistung, die bis zum 31.12. diesen Jahres durchgeführt wird und die Leistung wäre jetzt dann unter 16% zu erfolgen, obwohl vielleicht der Techniker am 25. Juni bei Ihnen war. Ja.
Das ist das eine. Und das andere, Sie haben ein Zeitungsabonnement. Und ich habe jetzt hier das Beispiel genommen. Ich habe einen Vertrag abgeschlossen im letzten Jahr. Und dieses Abo gilt jetzt vom 1.1. bis zum 31.12. diesen Jahres. Jetzt Achtung, da ist ja quasi dieser Cut drin, weil wir ja erst ab 1.7. diese Umsatzsteuersenkung hatten. Aber auch hier gilt, die Umsatzsteuer, ja, ist also zu dem Zeitpunkt das Entgelt ist dann zu entrichten, wann die Gesamtleistung quasi erbracht ist. Und in dem Falle wäre es eben nicht, ja, nicht 7%, sondern wir haben den 31.12., dann wird abgerechnet und dann ist es die gesenkte Mehrwertsteuer, nämlich 5%. Ich hoffe, das war etwas verständlich. Ich habe das verstanden, aber ich glaube, mit den Informationen, die du uns gleich noch geben wirst und den Beispielen, wo man es nochmal nachlesen kann, wird das dann auch nochmal tiefer gehend betrachtet. Entschuldigung. Jetzt haben wir viel über Verträge gehört und welche Auswirkungen das auf die Belegnutzung und so weiter und so fort hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch noch bestimmte Änderungen haben werden, was die Buchhaltung betrifft, oder? Ja, vieles müssen wir oder vieles haben Sie ja von uns über die entsprechenden Produkte auch bekommen. Und was ich Ihnen hier aufgeführt habe, sind bestimmte Änderungen, die in der Buchhaltung vorgenommen werden müssen. Das heißt also, jetzt machen wir nochmal einen Switch von den großen Themen hin zu, was bedeutet das eigentlich für meine Buchhaltung? Und im grünen, oder nicht im grünen, im blauen Kasten haben wir die Themen, die Sie anpassen müssen. Das heißt also, im Juni beziehungsweise im Juli wurden ja Sachkonten angelegt, die mit dem Vorsteuerbereich umgestellt werden mussten. Das heißt also, die wurden ja angelegt, diese Sachkonten für die Prozente von 16 und von 5%. Auch hier wurden neue Steuerschlüssel dafür natürlich dann erstellt und die Festkosten mussten oder die Festkonten mussten zu den Umsatzsteuerkonten entsprechend zugeordnet werden. Das muss jetzt erneuert oder beziehungsweise zurückgenommen werden, denn augenblicklich agieren wir ja von 16 und 5% und das Ganze muss natürlich jetzt wieder zurückgesetzt werden auf die 19 beziehungsweise 7%. Das bedeutet also für Sie hier gibt es noch mal einige Arbeit, aber seien Sie versichert, wir haben da einiges für Sie vorbereitet. Sehr gut. Wo findet man tiefergehende Informationen, Sabine? Ja, also ich habe natürlich gibt es zunächst einmal von der Bundesregierung viele Punkte, die der Herr Warmers hat es ja gesagt. Es gibt in jedem Fall diese Folien für Sie auch nochmal. Wir haben hier mal wichtige Punkte, wie zum Beispiel das Konjunkturpaket, also dieses Corona-Steuerhilfegesetz. Da ist ein Link dahinter, da können Sie noch mal ranklicken. Da sind alle Informationen der Bundesregierung mit aufgeführt. Auch das Schreiben, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, von der Finanzbehörde ist hier mit dabei. Und auch zu Elster, also das sind ja die Umsatzsteuervoranmeldungen, die man tätigen muss. Auch hierzu gibt es ein Forum, wo die neuesten Informationen immer ausgetauscht werden. Und auch dort finden Sie diesen Link, wo man das alles beziehen kann. Okay. Jetzt haben wir eine Menge Zuhörer, die natürlich die verschiedensten Sage-Produkte einsetzen. Kannst du uns irgendwie noch zeigen, wie, was oder wo findet man Informationen dazu, wie das in den verschiedenen Sage-Produkten umgesetzt wird, die Steuerrückänderung? Ja, zeigen ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben natürlich extrem viele Produkte, die das ganze Thema betrifft. Und wenn ich jetzt das stellvertretend beispielsweise für Sage 50 Familie oder für die Sage 100 Familie erklären würde, dann würden natürlich die Kollegen aus dem Bereich X3 oder Windkarat oder B7, die würden natürlich sagen, ja, das fehlt mir jetzt. Aber was ich sagen kann, ich betrachte es jetzt mal auf alle Sage-Applikationen. Es ist so, dass wir alle Produkte, die in Wartung befindlich sind, mit einer entsprechenden Dokumentation ausstatten. Die werden Sie genauso, wie wir sie Ihnen im Juni zur Verfügung gestellt haben, werden Sie die jetzt auch zur Verfügung gestellt bekommen von uns. Wir werden selbstverständlich jetzt noch im Dezember Live-Updates auch für die entsprechenden Produkte rausbringen. Da wird es also auch ein Live-Update noch geben. Das wird irgendwann Anfang Dezember erfolgen.
Wir haben Produkte, die sind mit einem sogenannten Assistenten, ich nehme jetzt mal als Beispiel, Sage 50 Connected hat hier einen Assistenten, der wird selbstverständlich entsprechend angepasst, dass Sie hier auch die Möglichkeit haben, wieder auf die 19 beziehungsweise 7% zurückzuwechseln. Aber wir haben auch vieles vorbereitet, was Sie beispielsweise im Film oder Ähnliches sehen können. Okay. Die Informationen, die du jetzt gerade gesagt hast, Dokumentation, Informationen zu Updates, Live-Assistenten, hast du dann noch ein paar Infos zu uns, wo man denn das findet? Vielleicht dann auch für das spezifische Produkt, was du ja gerade angesprochen hast? Genau. Also was wir haben, ist, wir haben, und das möchte ich Ihnen gerne nochmal ans Herz legen, das sehen Sie oben links, FAQ zur Mehrwertsteuersenkung. Meine Kollegen und ich, wir haben im Juni bereits ein sehr umfangreiches FAQ hierzu geschrieben mit vielen, vielen Fragen, die wir aus den damaligen Webcasts mit Ihnen auch schriftlich formuliert und auch, ich hoffe, für alle auch wichtige Antworten gegeben haben. Dieses FAQ wird entsprechend auch jetzt zur Mehrwertsteuererhöhung wieder angepasst. Also auch da finden Sie weiterhin wichtige Informationen. Sicherlich kennen Sie unsere Servicewelt. Die Servicewelt, das sind ja unsere Wissensdatenbankeinträge. Auch dort werden wir zu den entsprechenden Applikationen Ihnen Dokumente zur Verfügung stellen. Das finden Sie als Beispiel jetzt unten rechts, oder nee, was ist denn das jetzt? Unten links. Links. Unten links, links, genau. Unten links im Bild, oben rechts haben wir nochmal über unsere Sage-Seite gibt es sogenannte FAQs. Auch dort haben wir viele Informationen zur Mehrwertsteuersenkung gehabt. Dort wird es dann auch wieder Mehrwertsteuererhöhung, entsprechende Informationen geben. Und einen Film, den haben wir jetzt schon auf YouTube. Da geht es auch um das Thema, was muss ich tun für die Mehrwertsteuererhöhung? Also auch da haben wir schon etwas. Und was ich Ihnen besonders hier nochmal ans Herz legen möchte, in fast allen unseren Produkten haben wir sogenannte In-Product News. Achten Sie doch mal darauf, gucken Sie dort rein, weil auch dort haben wir Links zu den unterschiedlichen Dokumentationen, die wir in den einzelnen Produkten anbieten. Auch das kann ich nur empfehlen, jetzt zu nutzen. Und es Ja. gibt einige Produkte bei Sage. Dort ist es so, dass Sie mit einem Update werden Ihnen die Informationen automatisiert zur Verfügung gestellt, weil dort hingen in den, das sind mehrheitlich Cloud-Produkte, dort hingen die Änderungen direkt an der Leistungserbringung. Das haben wir ja heute mehrfach gesagt. Das ist nämlich das Datum. Und da werden quasi die Daten entsprechend angepasst. Und auch das ist, wie gesagt, alles in der Umsetzung. Sehr gut. Wenn ich jetzt wirklich noch tiefer gehend zu dem Thema informiert werden möchte, ich habe noch weitere Fragen zum Thema Rechnungswesen im 2021. Hast du da noch einen Tipp für uns, an wen man sich da wenden könnte oder wo wir da noch Informationen bereitstellen können? Na klar, ich mache jetzt einen kleinen Werbejingle. Ich empfehle unsere Sage Academy. Wir sind gerade dabei und ich glaube, da bist auch du, Alex, ja mit involviert. Es wird ja noch einen, oder gar nicht, ich glaube, der kommt noch, ne? Das ist der Stay for a Coffee, der jetzt noch kommt, zum Genau. Jahreswechsel. Also da kommt ja noch einiges. Und ich habe mir sagen lassen, auch natürlich zu den Themen rund um die Umsatzsteuererhöhung werden diese Themen behandelt. Und ja, hier ist auch wieder der Link. Und es gibt unglaublich viele, man sieht es auf der rechten Seite, unglaublich viele Termine. Es wird kein Präsenzseminar sein. Es ist ein digitales Seminar, wo man sich anmelden kann. Ich kann es nur empfehlen. Es sind viele, viele Themen, die hier behandelt werden. Wie gesagt, das Thema Umsatzsteuererhöhung ist nur eins von vielen wichtigen Themen. Und auch im Steuerrecht wird sich ja einiges wieder ändern, auch durch Corona. Also melden Sie sich gerne an. Das ist sicherlich ganz wichtig und nicht unverkehrt, Tipps und Tricks auch hier an die Hand zu bekommen. Genau, und da auch der Hinweis nochmal, in der Academy gibt es natürlich nicht nur Themen jetzt zum Thema Rechnungswesen, sondern Sie finden auch Seminare zu weit mehr Themen, die Ihre Software vielleicht betrifft. Also da auch der Hinweis, schauen Sie sich da gerne mal um. Die haben Kollegen haben ein tolles Angebot für Sie, dass Sie sich da vielleicht dann auch noch nötige Informationen abgreifen können. Sabine, du hast gerade schon gesagt, wir sehen uns hoffentlich am Freitag schon wieder, nämlich wenn wir uns genauso um das Thema Konjunkturpaket und gesetzliche Neuerungen in der Buchhaltung für 2020, 2021 beschäftigen. Super Kollege Vincent Schüttfort ist da bei uns zu Gast und wird uns da so ein Charmanter bisschen, Kollege.
Charmanter Kollege, absolut. Wird uns da durch das Thema leiten. Und ja, vom Hause kennt er sich mit Steuerrecht ziemlich gut aus und dementsprechend hat er da wirklich viele Informationen vorbereitet. Und da die herzliche Einladung an Sie. Nutzen Sie den Link bei unserer Stay for Coffee Seite, melden Sie sich dazu an. Es ist wieder eine Stunde auf dem Freitagmorgen, sehr kurzweilig gehalten, mit vielen, vielen Informationen, aber auch mit so ein paar Knips und Tricks, die man da beachten kann, um das Thema so ein bisschen zu vereinfachen. Aber auch nicht alles, was nur Buchhaltung angeht, sondern auch die Lohnabrechnung. Da ändert sich zum Jahreswechsel auch eine ganze Menge. Dementsprechend auch da die Kollegen von unseren HR-Bereichen, die sich mit dem Thema schon tiefgehend auseinandergesetzt haben, haben da was zu vorbereitet. Thema Nachhaltigkeit ist bei uns natürlich noch mit auf dem Zettel. Auch das Thema wollen wir so ein bisschen beleuchten. Was heißt das eigentlich auch Nachhaltigkeit für so ein Unternehmen? Wie kann man nachhaltig sein? Und auch das Thema Personalentwicklung bei uns im Hause sehr wichtig. Wollen wir Ihnen so ein bisschen auch mal zeigen, wie wir das lösen, vielleicht da auch so einen Denkanstoß mitgeben, Ideen sammeln, Umsetzungsbeispiele mitgeben, um da einfach auch in der schwierigen Zeit, die wir gerade alle zusammen haben, da auch die eigenen Mitarbeiter vor allen Dingen zu binden und sich nicht immer um neue Mitarbeiter kümmern zu müssen. Sehr gut, Sabine, dann schon mal bis hierhin herzlichen Dank für die super Ausarbeitung des Themas. Die herzliche Einladung an Sie, falls Sie noch Fragen haben, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt dazu. Nutzen Sie die Zeit, um Fragen zu stellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Solange Sie Ihre Fragen eintippen, will ich noch auf eine Sache hinweisen. Der ein oder andere wird sich vielleicht gewundert haben, warum ich hier mit dem Schnurrbart sitze. Es gibt unsere Sage Foundation. Da bespielen wir immer bestimmte Themen, die sich um das Thema halt ja, Gemeinnützigkeit kümmern. Und ja, ich bin Teil der Sage Movember Aktion. Dementsprechend lässt man sich dann im November einen Schnurrbart wachsen. Und ja, wir wollen da so ein bisschen mit auf, auch das männliche Gesundheit ein Thema ist, wo wir Geld für spenden, wo wir Geld für sammeln eben. Und ja, normalerweise trägt man keinen Schnurrbart. Und wenn man dann darauf angesprochen wird, warum trägt man denn jetzt auf einmal einen Schnurrbart, dann kann man auf diese Aktion hinweisen. Und ja, ich freue mich dann auch, wenn der November rum ist und ich das Ding wieder los bin. Aber ich habe gesagt, ich mache da mit. Und dementsprechend ist die Maskenpflicht für mich jetzt auf der Straße gar nicht so schlimm, denn dann sieht man das Ding nicht immer. Ja, das aus eigener Erfahrung. Sehr gut. Sabine, ich gucke noch mal kurz in die Fragen. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut bearbeitet. Es kommen gerade keine Fragen rein. Die Fragen, die gekommen sind, habe ich alle schon gestellt. Dementsprechend, Sie bekommen hinterher die Präsentation zugesendet mit allen Links. Falls Sie noch mal Fragen haben, unsere E-Mail-Adressen stehen da natürlich mit drin. Schreiben Sie uns gerne an. Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Falls wir das nicht beantworten können, wir haben eine ganze Menge Kollegen, die das dann beantworten können, dann würden wir das intern weiterreichen. Oder wenn das halt eine Einzelbetrachtung ist, dann würden wir Ihnen aber auch den Hinweis geben, dass wir das so vielleicht nicht beantworten können. Aber nutzen Sie die Gelegenheit, sprechen Sie uns gerne an, und dann werden wir das zusammen schon lösen. Sehr gut. Ich gucke noch mal kurz. Ne, da sind keine Fragen mehr reingekommen. Dann, Sabine, wie immer, herzlichen Dank für deine Arbeit, die du hier geleistet hast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist und ich freue mich aufs nächste Webinar mit dir. Genau, ich glaube, unser nächstes ist irgendwann im Januar. Also, Irgendwann im Januar. ich kann jetzt schon mal fröhliche Weihnachten wünschen. Ich habe mich auch extra schon mal gekleidet, man sieht es vielleicht. Ich habe schon die Weihnachtsohrringe, ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Allen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und ja, genießen Sie die Weihnachtszeit vielleicht mal einer etwas anderen Art in Corona-Zeit. Sehr gut. Von mir noch keine Weihnachtswünsche, denn ich bin der guten Hoffnung, dass wir uns vorher noch mal sehen. Dementsprechend am Freitag geht es weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind und bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss zusammen. Tschüss!